Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportführer 2 hier bei mir, und ich mache weiter mit meinem Spielstand hier auf der Salor-Lux-Karte. Letzten Folge hatte ich ja das Problem, dass ich das nicht geschafft hatte, diese Strecke als Einbahnstraße zu machen, einmal hoch und einmal runter, diese hier. Denn ich habe zwei Lok-Styles eingesetzt, weil die eine das nicht geschafft hat. Man sieht es an meinen Zahlen, hat 35 Millionen gekostet. Die Ursache war ganz einfach: Ich hatte einen Bahnhof da drin und der war nicht elektrisch. Und dafür habe ich jetzt ewig gesucht. So, ich lasse jetzt noch mal weiterlaufen. Es geht jetzt. Wir sehen hier, die Linie geht jetzt in beide Richtungen. Und die Züge können sich begegnen. Ich habe überall Signale aufgestellt, damit die nicht auf die Strecke warten müssen, ne? So, wenn das jetzt richtig läuft, dann bringen die richtig viel Getreide hier hoch. Denn ich habe hier oben einfach zu wenig. Was immer hier. Nee. Die Lebensmittelfabrik. Die bräuchte 372 und ich kriege da nicht genug hin. So, was ich jetzt als nächstes mache, ist der Zug her. Der ist erstens schon mal uralt. Der kann jetzt noch Tour abladen und dann wird er verkauft. Ich richte dann hier eine LKW-Strecke ein. Das ist ja nur ein kurzes Stück. Das lohnt sich einfach nicht. Die kommt nicht nach hier, die Fabrik. Ist zwar voll im Treiben. Beziehungsweise mache ich zuerst die LKW-Linie, bevor ich das Ding hier lösche, sonst ja, genau das machen wir jetzt. Das ist das Nächste, was wir jetzt machen. Das machen wir jetzt genau als allererstes. LKW-Linie bedeutet so dicht wie möglich an dem LKW-Station. So, kriegen wir die mit so? Ne, hier ging es. So, ich kann das drehen. Da kriegen wir es noch mit. Hier auch noch. Hier nicht mehr. Es wäre nämlich gut, wenn ich den Bahnhof da frei hätte. Dann könnte ich nach wie vor immer noch. Aber es ist jetzt. Ja, so ist es richtig weiß. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich glaube ja, ne? So, aber hier brauchen wir. Ei, ei, ei. Tramgleis brauchen wir nicht, elektrifiziert brauchen wir auch nicht. Die Länge machen wir mal auf 100. Naja, das ist zu viel. 60. Plattformen reichen aus. Das hier wäre auch noch eine Idee. Ah, nee. Wie wäre es denn, wenn wir das hier verbinden? Ich suche natürlich eine Möglichkeit, so nah wie möglich da dran zu kommen, ne? Gucken wir mal, ob wir hier. Na komm, keine Experimente, was soll das? Die paar Meter machen es jetzt auch nicht, ne? So, dann reicht auch die einfache Dings. Die einfache Einfahrt. Die einfache Einfahrt. Gelassen. So, dann setzen wir das Ding hier hin. Zack. Und hier auch. Hier haben wir tatsächlich einen Hafen und haben gar keinen. Okay, muss ich mir nochmal angucken. Fakt ist, dass diese Fabrik hier deutlich mehr Mats braucht. Hier kommt jetzt der nächste Zug. Sind wieder plus mit den Einnahmen. Und wir haben wieder 100 Millionen. Also das scheint jetzt zu laufen. Mal gucken, was die uns jetzt hier bringt. Und dann wird das funktionieren. Die ist lang genug, der Bahnhof. Ja. Keine Störungen. So, das war. Der ist jetzt wieder 3 Millionen im Plus. Ja. Sieht gut aus, ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel der jetzt netto gebracht hat. Brutto gebracht hat. Das hier ist ja netto, wenn man so will. Gut, egal.
Der kann jetzt noch ein bisschen fahren, aber wie gesagt, das lohnt sich nicht. Da reichen mir LKWs. Die verkaufen wir dann. Bedeutet, wir brauchen hier eine LKW-Station, die braucht aber nicht so riesig zu sein. Weil der lädt ja direkt ab. Da reicht eine kleine. Genau. So, setzen wir hier hin. Ist dann auch verbunden mit dem Hafen für den Fall, warum auch immer. Zack. Dann brauchen wir eine neue Linie. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. So, neue Linie, die da heißt LKW Getreide. Zeigt er mir das jetzt an hier, ne? Nach Leb FBR, muss ich gucken, das muss ich noch anders nennen. Von da nach da haben wir keine Verbindung. Warum? Ah, ich weiß warum. Bushaltestellen gesetzt? Bin ich das völlig gaga? So, der wird jetzt wieder angetrieben. Das ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch Abnehmer. Aber ich glaube, die kriegen wir auch. Ne? Na gut, der hat 648. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wenn wir jetzt die LKWs noch dabei. So, jetzt habe ich hier irgendwas falsch gemacht. Ich habe hier irgendein. Weg. Die hier war, glaube ich, richtig. War die hier falsch, ne? Anfahrt geistiger Umnachtung. Bus, Tram, LKW-Station. Ist doch richtig. Oder habe ich vorhin irgendwas verkehrt hier mit der Linie gemacht? Das kann auch sein. So, neue Linie. LKW Getreide. Remich war das. Remich. Bin ich mehr so ganz auf dem Laufenden, wie ich das alles genannt hatte. Nach ZG Lebensmittelfabrik. So, genau. Haltestelle hinzufügen. Klar, mal weg. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Nochmal. Nämlich Süd, das ist richtig. Nach. Jetzt geht's. Frag mich mal, warum. So. Er soll in Remich Süd natürlich wieder vollladen. Vollladen einer Fracht, das reicht. So, wo haben wir denn hier den nächsten? Ach, da ist, ne, das ist Bahn. Wo haben wir denn hier das nächste LKW-Depot? Ist das sehr weit weg? Ja. Da werden wir wohl ein neues bauen kommen, sonst fährt er jetzt hier Ewigkeiten. Straßenfahrzeugdepot. Theoretisch können wir es ja wieder abreißen. Fahrzeuge kaufen. Wir nehmen natürlich den 40-Tonner, unseren berühmten. Und kaufen mal. 2 kommt auf die Linie LKW Getreide Remisch Farm Lebensmittelfabrik. Zack. Dann schauen wir mal, ob die 2 das hinbekommen. So, jetzt wird es wieder teuer.
Zug. Güterriemisch 143. Achso, das ist der, den ich jetzt gleich canceln werde. Alles klar. Der Zug ist auch im schlechten Zustand, macht aber noch recht gute. Ach, guck mal hier. Die macht richtig plus die Linie. Ach, das ist die, ja, genau. Fahrzeuge verwalten, sind die alle schlecht? Tatsächlich. Oh, das wird teuer. Alle Fahrzeuge ersetzen in 40 Tonner. Kostet 14 Millionen. Mir egal. Bringen auch wieder Kohle rein, ne? So, passiert hier irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ich müsste jetzt quasi das hier canceln. Der kann jetzt hier noch mal abladen und dann wird er verkauft. Kommt er direkt weg. So, Fahrzeug verwalten. Weg damit. War der richtige, ich habe ja nicht den falschen verkauft jetzt, oder? Ach, den habe ich ins Depot geschickt. Hä? Stimmt. Da stehen noch jede Menge Anhänger im Depot. Komm mal her. Oh ne, stopp, die sind noch sehr gut. Abbrechen, stopp, stopp, stopp. Warum soll ich die guten Waggons hier verkaufen? Die stehen noch einfach hier drin. Da muss ich die mal gucken, ob ich die noch irgendwo unterbringe. Den werden wir verkaufen. Ja. So, der ist weg. Die Linie hier. Werden wir auch canceln. Linie verwalten. Ich will die löschen. Jawohl. So. Jetzt sollte es eigentlich so sein, dass der Bahnhof hier aufhört. Und hier sollte sich eigentlich jetzt das Ganze ansammeln. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen, einfach mal um zu gucken, was hier passiert. Und mal gucken. Ja, die kommen immer noch nicht hinterher, ne? Natürlich nicht, das ist ja eine Riesenstrecke. Ich muss mir hier noch was einfallen lassen. Das ist eine Riesenstrecke. So, wie läuft das jetzt hier? Wer bringt mir 6 und was können die LKWs? Die können 40. Ne, 25 auch nur. Da werden wir das hier mal sofort duplizieren. Stehen hier die, der steht hier drin. 5 gute offene Güterwaggons. Ich verkaufe die jetzt. Komm, weg. Waren eh nur noch mittelmäßig. So, jetzt lagert hier Brot. Brot für die Welt. Zug 3, da muss ich auch mal gucken. Da kann ich ja vielleicht doch. Was wären denn hier für Städte mit Brot zu versorgen? Kriegen die hier Brot? Wenig. Ja, und die warten hier auf Brot, ne? Ne, die warten auf. Der war gerade da, der hat das Brot mitgenommen, das ist okay. Was ist hier los? Voll im Treiben und hier Überschuss an Öl. Raffinerie.
Wer fährt hier? Wo ist? Ach, das ist so, da sitzt der hier runter. Das machen die. Der nimmt nichts mit. Der nimmt nichts mit. Na gut, solange er noch Plus hat. Auch im furchtbar schlechten Zustand. Was würde mich denn hier der Ersatz kosten? Siebenundzwanzig Millionen. Lass mal ein bisschen fahren. Jetzt lange noch Plus macht, lass mal fahren. So, aber mit der Lebensmittelgeschichte hier bin ich noch nicht so ganz einverstanden. Ich hoffe, ich bin hier. Ich habe alles eingeschaltet, ja. Gut. Denn hier kommt immer noch viel zu wenig an. Ihr seht, das ist nix. Das ist nix. Da kommt zwar jetzt wieder eine Ladung. 300. Der ist, wie ist denn hier der Zustand? Lass mich mal gucken. Mal 5.400.000. Millionen 800.000, also der bringt ungefähr 9 Millionen, nicht ganz, ne? So, Brot lagert hier 279. Ja, wir haben aber noch Platz genug, das sollte kein Problem sein. Okay. Der fängt jetzt wieder an zu arbeiten und die hier sollen jetzt auch gucken, dass die in die Gänge kommen. Wo könnten wir denn noch Getreide abernten, die wir mit der... Das ist das Problem hier, ne? Getreidehöfe sind... Ah. Hier los. Ah, sieht gut aus. Gut, noch einmal die Linien gucken. Ja, die Ölzüge sind natürlich richtig gut drauf. Immer noch. Das Schiff macht richtig Plus. Der Holzzug nach wie vor, weil das ist auch, glaube ich, einer der völlig veraltet ist. LKW Kohle. Neun Jahre, Fahrzeuge verwalten, alle sehr schlecht, ne? Ersetzen. Alle Güter kostet uns, ja, komm, zack. So. Kommt alles wieder rein. Hier haben wir noch Getreide. Ach, das sind unten die, genau. Sind alle im Eimer. Auch hier. Zack. Die können jetzt auch deutlich mehr transportieren, ne? Das ist der Vorteil. Ich muss das nur im Auge behalten. Hier haben wir noch eine alte LKW-Kohle. Kohle. So, der kann alle Güter. Also. Zing. Das sollte sich aber in kürzester Zeit amortisieren. Hier haben wir noch alte LKWs rumlaufen. Ne? Ach du lieber Gott. Ist die überhaupt noch laufen? 18 Jahre. Oh, das sind Tanker, ne? Weg damit. Müssen wir natürlich beobachten. Zugrohöl, hier läuft gar nichts im Moment. Die Linie ist tot. Hier haben wir noch LKW Brot.
würde sagen, dann machen wir mal einen weg. Die anderen ersetzen wir. Ja, ich könnte die Dings hier hochsetzen, ne? Diese Wartungsgeschichte. Habe ich zwar höhere Wartungskosten, also höhere Betriebskosten, aber die Wartung wird dann, glaube ich, automatisch gemacht, wenn ich das so richtig verstanden habe. So, was haben wir hier noch laufen? LKW, Lebensmittel, Kusel. 18 Jahre. Unglaublich. Werde ich aber auch mal zwei Stück canceln oder einen. Und die anderen ersetzen durch die. So, hier haben wir auch noch was. LKW Stadt. Ach, der ist noch recht gut. Der kann auch ein bisschen fahren. 15 Jahre. Brody bei Oberstein, ja. Der ist schlecht. Da kommen, ersetzen wir den auch. So, jetzt wird es mal langsam Zeit für Ruhe, aber nützt ja nichts. Wie sieht es denn eigentlich mit denen hier aus? Die sind da auch völlig im Eimer. Ah ne, die gehen eigentlich noch. Gut, ich kann es ja so machen. Komm mal her. Noch eine Ladung, LKW Getreide. Auch alles sehr schlecht. Dann komm mal her. Zack. Oh. Wie sind da die Auslastung? Da könnte ich auch ein paar verkaufen. Ich glaube, das wäre okay. Hat die ganze Zeit plus gefahren, also wir haben jetzt deutlich mehr. Ja, ich glaube, das ist okay. Ohne es jetzt genau zu berechnen und zu analysieren. Ich weiß, Katastrophe. LKW-Treibstoff, da haben wir auch noch eine. Wie ist da die Auslastung? Zeig mir mal die Linie. Wo fährt denn die? Ach, die bringt den Sprit nach Merzig. Da werden wir auch mal ein bisschen ausdünnen. Und den Rest werden wir ersetzen in die modernen. Ich muss die Linien alle trotzdem nochmal nachgucken. Ich gucke jetzt erstmal alle Fahrzeuge. Wir können es im Moment leisten. Ist das ein Wahnsinn. Alle sehr schlecht. Ne? Wie ist hier die? Das sieht gut aus. Ach, die fahren das Rohöl, genau. Sind auch nicht voll ausgelastet. Dann würde ich sagen, verkaufen auch hier ein paar Stück. Den Rest ersetzen wir dadurch. Aber und werde ich bei Gelegenheit mal wieder alle durchgucken. Das nimmt kein Ende.
Lang nichts gemacht, ne? So, gucken wir uns mal die Linie an. Fettschirm Plus ist auch nicht voll belastet. Kann aber auch sein, dass die da eine Zeit lang leer fahren. Aber guck mal, wie alt die Dinger sind. Boah. So, pass auf, da werden wir von den schlechten. Mal 4 Stück verkaufen. Sind alle im Eimer. Und der Rest wird. Wir haben hier Rohölfahrzeuge, ne? Ja, Tank-LKWs. Weg. 15 Millionen. Ist mir egal. Kommt wieder rein. So, jetzt ist es mal gut. Jetzt ist es, der Rest muss jetzt erstmal zurechtkommen. Was ich jetzt noch gucken will, wo ich vorhin schon aus Versehen reingeklickt habe, ist hier die Versorgung. Ne, was ist das hier? Station, genau. Was ist hier schlecht? 2 Brücken. %. Was heißt das nochmal? Stationen sind wird überhaupt nichts, wird überhaupt was hier hingeliefert, ne? Ah doch. Ah, das meinen die. Okay, die Tram kommt zwar jetzt, aber ich würde das hier dann doch um einiges vergrößern. Was heißt einiges? Naja, warte mal. Naja, Passagiere. Genau. Und wenn das jetzt tatsächlich so ist, dann würde ich doch sagen, Fahrzeuge verwalten. Auch einige sehr schlechte. Pass mal auf, da werden wir die erstmal ersetzen. Mal gucken, was wir da Besseres haben. So, Moment, da ist noch nichts passiert. Der hat 60 km/h und kann 27. 70 km/h und 27. Machen wir das erstmal so. Warum habe ich die jetzt nicht alle ersetzt? Blöd Menschen. Ja, die Kapazität ändert sich nicht, aber die Geschwindigkeit. So, und da würde ich sagen, wir machen noch, wenn das ja so ist, machen wir mal auf jeden Fall noch eine dazu. Wie fährt denn die überhaupt? Ach, die hat einen riesen Weg, ne? Terminals sollten hier auch noch ein bisschen vergrößern, ne? Passagiergebäude hier dran klatschen irgendwie. Das gilt ja dann für alle, ne? Ja, gut. Wartezeiten sind wahrscheinlich sehr lang, weil ich da doch eine richtig lange Strecke habe, ne? Ja, okay, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon mal ganz schön aufgeräumt, jede Menge Geld ausgegeben. Man sieht's. Aber ich glaube, das wird sich richtig lohnen. Das geht dann wieder gut aufwärts.
So, was haben wir denn hier? Das ist Saarbrücken. Ja, okay. Boah, ich könnte hier noch einen dritten Zug einsetzen. Guck dir das mal an. Ich habe hier so viel Ware. Und hier dann. Ah, hier, es wird jetzt weniger. Okay, was er hier nicht mitnimmt, nimmt er dann hier mit. Das ist gut. Der ist auf dem Hinweg, der ist auf dem Rückweg. Andersrum. Da wollte ich mal noch gucken, wie hier die. Die ist noch gut. Wäre ja zu überlegen. Das sind die, ne? Noch zwei dazu zu machen. Ist immer noch gut. Ist immer noch gut. Wir kommen auf 325. So, ich hoffe, die sind jetzt nicht zu lang für die Bahnhöfe, aber ich denke, das sollte kein Problem werden. Das sehen wir dann. Müssen wir jetzt beobachten. So, ich bedanke mich fürs Zugucken. Es war ganz interessant, jetzt das Ganze hier mal wieder hinzubiegen, vor allem mit der Strecke, dass ich im Bahnhof da keine Elektroüberleitungen hatte und deswegen hat das nicht funktioniert. Ich habe da, also das hat eine Stunde gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Okay. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.